Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf, denn der Shop ist auch schon eine knappe halbe Minute da und heute müsste dann eigentlich auch die kostenlose OG-Jacke in den Shop kommen und eventuell auch die OG-Skins. Ich bin sehr, sehr gespannt, werden wir gleich sehen. Davor könnt ihr noch gerne ganz kurz ein Abo hier lassen, würde mich sehr freuen. Ihr seht hier jeden Tag immer den neuesten Shop. So, mal gucken, ob die kostenlose Jacke reinkommt. 3, 2, und ich bin gespannt. Okay, hier sind wirklich die ganzen OG-Skins wieder. Oha, okay. Die Hacke sehe ich gerade nicht hier. Ich werde mal ganz kurz hier nochmal den Spielmodus neu wählen. So, jetzt gehen wir noch auf Battle Royale drauf und gucken wir mal, kriegen wir die Hacke. Und noch ist hier nichts da, aber wir gehen direkt auf den Shop. Und okay. Ja, die Hacke ist hier. Nostalgie-Hacke. 0 Euro, hier kann man sie kaufen, komplett kostenlos. Lasst die Anfänge von Fortnite Battle Royale mit der Standardspitzhacke aus Kapitel 1 wieder aufleben, kaufen. Und dann kriegen wir jetzt hier die Hacke. So, Bestellung fertig. Und da ist die alte Hacke. Ultra nice, sie wieder zu haben. Direkt mal ausrüsten. Und ansonsten haben wir schon gesehen, gibt es ja auch die ganzen OG-Skins nochmal. Ich zeige mal hier die ganzen Skins. Die ganzen Leute von früher kennen die bestimmt noch. Ultra nice Skins. Gibt es hier auch allen nochmal in zweiten Stilen. Boah, das ist wirklich ultra nice, dass die jetzt hier im Shop sind. Die ganz alten Skins. Also ich muss sagen, ich spiele schon eigentlich so gut wie seit dem Beginn von Fortnite. Und die Skins wieder zu sehen, ist auf jeden Fall ultra nice. Auch hier der alte Ben ist nochmal drin. Hier die anderen No-Skins auch nochmal in den alten Varianten. Das ist einfach nur krass, die nochmal zu sehen. Finde ich ultra cool, dass die nochmal zurück sind. Schreibt mal gerne rein, wie ihr das findet. Für 2000 kriegt man dann hier die 4 männlichen und für 2000 hier nochmal die 4 weiblichen Skins. Die alten OG-Skins ist verdammt nice. Okay, und das Ganze kann man sich auch nochmal einzeln holen. Hier gibt es dann nochmal die ganzen Skins einzeln zu kaufen. Genau wie hier nochmal die männlichen. Ich denke mal, ich hole mir nachher davon ein. Ich denke mal, die meisten Leute holen auch genau diesen Skin. Ich glaube, jeder kennt den ja. Und dann gibt es ansonsten hier noch einmal den OG-Gleiter, auch mega nice, der alte Hängegleiter, auch diesen gibt es heute für 500 im Shop, ultra nice, einfach verdammt cool. Ja, und das sind auch schon die gesamten vorgestellten Gegenstände und an der Stelle könnt ihr gerne ganz kurz mal rechts unten hier auf den Schütze einen Creator klicken und den Code Detour eingeben, würde mich sehr freuen. Und damit gehen wir schon zu den täglichen Gegenständen, wo es einmal die Oblivion gibt, ein alter Season 4 Skin, nach 18 Tagen nochmal zurück. Hier, wie man sieht, im zweiten Stil. Dann gibt es da drunter einmal Komplex zurück. Sehr cooler, farbenfroher Skin, der auch reaktiv ist. Ist heute nochmal nach einem Monat zurück. Und da gibt es hier ein Musikstück und zwar Wechselbeats. Ganz cooles Musikstück. Mega chillig. Ist heute nach 73 Tagen zurück. Und darunter gibt es einmal geschmeidige Moves. Auch schon sehr, sehr alt. Nach einem Monat zurück. Und da gibt es einmal noch Tanzspagat. Nach 25 Tagen zurück. Und an letzter Stelle gibt es hier Schere, Stein, Papier. Nach 26 Tagen zurück. Ja, das war es ja auch schon mit dem coolen OG-Shop.